Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Days Gone. Und wie immer erstmal ein Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet damit viel, damit helft mir den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, meine Freunde. Ripper haben das Camp angegriffen und Lisa entführt. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern. Aber bei Copeland gibt es tatsächlich auch nochmal eine Mission. Das heißt, wir machen erstmal einen Abstecher dorthin. So. Also erstmal dahin. Würde ich fast sagen. Gönnen wir uns erstmal die Mission. Und danach machen wir die Lisa-Geschichte. Das geht doch hier lang, oder? Das müsste doch eigentlich hier straight gehen. Ich glaube, das geht hier straight. Da wir Schrott im Zweifelsfall. Pete, hörst du mich? Oh, ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Toll. Bruce Mann, danke, Bruder. Ich komm rum. Jetzt, wo ich weg bin, hat er auch immer was für mich. Ja, nee, ist klar. So. Okay. Naja, das Camp ist nicht mehr weit zumindest. Die Sache, eigentlich müsste doch jetzt irgendwann mal ein neues Camp oder irgendwas kommen, oder? Weil wirklich viel gibt es ja hier nicht mehr, was wir noch machen können, weil ja, bei Tucker können wir noch ein paar Waffen kaufen, aber hier, was sollen wir hier noch großartig machen? So, hier gibt es auf jeden Fall irgendwo noch eine Mission. So. Und zwar Job verfügbar. Gönnen wir uns. Weg. Gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cobb. Ich habe zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp, nicht? Hier, in der Cascade Wilderness. Ripper? Hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cobb? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Na klar, kümmern wir uns drum. Wo ist das? Das ist ja wirklich in der Nähe von daheim. Okay, wir müssen hierher. Das heißt, da waren wir doch schon mal. Komm. Machen wir das als erstes? Was haltet ihr davon? 3000 Experience. Ja, komm. Das machen wir als erstes. Weil das ist auch gar nicht so weit weg von Lisa. So. Und weg mit uns. Ja, das machen wir jetzt schnell. Das bietet sich an, vor Ripper platt machen. Vor allem, das sind ja die Wichser, die Boozer so hart verkrüppelt haben. Ey, was ist das für ein Sturm, Leute? Schaut aber geil aus. Also grafisch echt ein Leckerbissen. So. Hier hoch mit uns. Und was habe ich da gerade gesehen? Da sah aus, als wäre da irgendwas gehüpft. Nee. Das habe ich mir eingebildet. Und ich glaube, wir fahren auch direkt an Sprit vorbei. Man muss nicht immer die Straße nehmen. Boozer, bist du wach? Boozer. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur. Weißt du? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Boozer. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Oh. Dann
Befreiungs. Ja, das dachte ich mir. Ach komm schon, hau ab. Ripper, liegen Ende. Okay. Gib mir dein Ohr. Was macht das Kind hier? Ne, ernsthaft, was macht das hier? Gab's hier eigentlich noch geilen Stuff, den ich nicht mitgenommen habe? Lecker Schrott und Kerosin. Da sage ich nicht nein. Schrott. Und. Ey, ein Sägeblatt. Stimmt, ich kann ja eine neue Waffe craften, Leute. Nice. Das ist nice. Und noch mehr Schrott. Geil. Mit dem Sägeblatt müssen wir mal was machen. Hier ist das Pflänzchen. Okay, mit dem Sägeblatt werden wir auf jeden Fall was machen. Okay, die Frage ist, fahre ich jetzt näher an das Ripper Camp dran oder nicht? Und welche Taktik werden wir verfolgen? Reinschleichen. Kerosin. Das nehme ich auch noch mit. Weil wenn wir uns nochmal so einer Herde nähern, werde ich so viel Kerosin und Flaschen, wie es nur geht, brauchen. Was haben wir hier noch? Okay, nichts, was ich... Okay, ist nur eine Machete. Alles klar. Aber das Ripper Camp ist nicht mehr weit. Wir haben gewusst, ah, okay, das hier hat er ausgerottet. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Und versuchen da unser Glück. Um, 61 Meter... Mhm. Es wäre halt mega geil. Wenn ich... Mit meinem Spider-Man-Sinn auch Gegner anzeigen lassen könnte. Aber ich glaube, ich habe gelesen, dass es die Fähigkeit gibt. Also quasi hier. Ich glaube, habt ihr hier ein Radio? Die haben hier ein Radio. Was brachte dich ans Ende? Bla bla bla. Wie können deine bekifften Jünger sich diesen Scheiß überhaupt anhören? Gute Frage. Wie viele sind's denn? Und was machen die da unten? Das wird. Das ist ein Zombie. Down. Haben die mich gesehen? Da ist auch einer. Na klar, geht ihr jetzt in Deckung. Okay, sie haben mich gesehen. Alles klar, sie haben mich gesehen. Kommen die hoch oder kommen sie nicht hoch? Das ist jetzt die Frage. Okay, der schaut tot aus. Kann ich da unten eigentlich auch in Deckung gehen? Ich meine, die haben ja auch einen Cooldown. Irgendwann mal sind sie ja RIP. So. Wieso stirbt er nicht? Okay, da ist einer. Aber ernsthaft, wieso sterben die nicht? Okay. Mein Bruder verletzt und wisst ihr was? Das werdet ihr wissen. Moment. Down. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Du willst hinabsteigen? Dann steig hinab! Genau, schrei noch ein bisschen. Down.
Du Ripper-Bastard! Hey. Hier ist ein verdammter Weg! Ach, da hinten ist einer, ich sehe ihn. Er sieht mich auch, aber ich kann ihn nicht anvisieren. Was wollt ihr hier? Ach. Sucht ihr mich? Tja, hier bin ich. Okay. Das sind gerade mehr geworden als gedacht. Durchgeknallte Arschlöcher, so. Was wollt ihr hier, ha? Ja. Ich muss nachladen. So. Down. Ein verdammter Ripper. Aha. Ey, wie viele haben die denn hier? Ey, das wäre gerade so nice, wenn ich hier so eine... Ich weiß halt nicht, ob hier... Ach, da ist einer. Das ist doch kein Ripper. Scheiße! Okay. Was sucht ihr denn? Geil. Schließ dich uns an. Down. 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 Ist das hinter mir oder vor mir gewesen? Ey, wie viele sind das denn? Leck mich fett am Arsch. Haha. Wow. Okay, Moment. Zu dir komme ich hoch, mein Freund. Ja, halt! Wir wollen dich Carlos Worte lehren! Wer ist Carlos? Bring ihn hinab! Jawohl! Jawohl! Und down. Das war der letzte. Okay. Nice. Okay, noch ein bisschen Vertrauen bei Copeland. In Stücke gerissen. Und jetzt... Darf ich hier ein bisschen looten? Cope, es ist erledigt. Eine Rauchbombe. Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. St. John, hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken. Mark Copeland, Ende. Ja, schon recht. Wenigstens ein bisschen Anerkennung. So, was ist das denn? Haben die hier einen Zombie? Die haben hier einen Zombie. Ja, die haben hier einen Zombie. Ich hab denen wohl gefallen. Den fanden die wohl recht hübsch. Und dachten sich, jo, Leute, ich weiß, die Nächte sind kalt. Lasst mal einen Zombie zum Knattern hier halten. Vielleicht hier noch schnell einen Verband anlegen. So. Hier direkt noch einen mitnehmen. Und die ganzen Leichen würde ich auch noch gerne anfassen. Wo sind die denn? Da oben? Da oben. Dick, bist du da? Hast du das Ripper-Lager Na gefunden? Klar. Ja, Boozer. Ich hab's gefunden. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Boozman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Naja, so... Klar, Mann. Ja, ich so weiß. So richtig Augen ausstechen und so... Ende. Haben sie jetzt gar nicht versucht. Das war ja mehr ein... Ich erschieß dich. Ich würde dir jetzt aber alle mal anfassen kurz. Weil vielleicht gibt's ja irgendwas. Ich befürchte halt, Munition krieg ich bei denen nicht mehr. Das nehme ich mit. Ich kann ja auch noch anfassen. Habe ich jeden mal angefasst, oder? Ja, jetzt haben wir jeden mal angefasst. Sehr schön. Da hinten kann ich noch einen anfassen.
Och, da sind noch mehrere zum Anfassen. Nein, ich hab's nicht gesehen, Leute. Ich hab's echt nicht gesehen. So eine Scheiße. Hey. Zwei Bolzen. Und noch ein Bolzen. Ist doch super. Das ist tatsächlich gut. Dann fassen wir den hier noch an. Und der hat eine sehr interessante Pose. Ich glaube, hiermit sind wir hier offiziell durch. Benzin habe ich hier tatsächlich nicht gesehen. Das heißt, wir können jetzt noch zu Lisa fahren. Ein Bike war doch da oben, aber da oben gab es noch Benzin. Ich glaube, da oben hatte ich auch gerade vollgetankt. Kann das sein? Ich bin mir fast sicher, dass wir da oben vollgetankt hatten. Schott haben wir genug. So. Okay, wir müssen in die Richtung. Mal ganz kurz auf die Karte. Irgendwo hatte ich noch so einen grauen Wegpunkt. Der hat mir gerade nicht gefallen. Der hat mich gerade ein bisschen gestört. Okay, wir müssen da lang. Ich glaube, wir sind jetzt wieder recht gut ausgestattet. Außer mit Heilsachen. Da sind wir gerade gar nicht mal so fett. Normalerweise habe ich da immer 7, 8 Stück. Aber irgendwie ist das gerade eher Mangelware. Ich lasse jetzt einfach mal gemütlich rollen. Ich muss ja hier keinen Sprit verbrauchen. Und das Gefälle ist hier gerade echt gut, also. Außerdem wird mal in dem Bad sehr, sehr dreckig. So. Links lang, oder? Ja. Oh, geil, Tunnel. Ich hab's direkt vermisst. Einmal noch tanken, 86%, ich weiß, es bietet sich aber gerade. Es bietet sich einfach gerade hier an. Wenn wir jetzt schon direkt dann vorbeifahren, scheiß doch die Wand, dann nehmen wir es mit. Dann gibt es da kein Stress gleich. Weil Benzin suchen gehen ist echt Tatsache eine der ätzendsten Sachen, wenn deine Karre leer ist. So. Und ich hasse durch die Tunnel fahren. Weil hier so viel Scheiße steht. Ich glaube, ich... Ey, was ist denn hier los? Na, wie viele Drifter habt ihr heute schon gekippt? Da sitzt jemand fest. Ich... Ja klar, helfen wir. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Kann ich hier den Falschen losmachen? Warte, halt durch, ich komme. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Kann ich den anderen auch befreien? Wohin? Das wäre nice. Wohin? Ich gehe. Copeland, oder? Copeland. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Danke. Vielen Dank. Die Synchro ist super. Sag ihnen, es war Deacon. Deacon St. John. Okay, lauf einfach weiter. Okay, und der andere ist leider weg. Das ist doch so ein Örtchen, wo es auch eine ne Horde geben wird, oder? Das schaut auf jeden Fall so aus. Als würde es hier auch rumhorden. Wasser, irgendwie beim Wasserfahren sind es ja immer. Hier kann ich nichts machen. Wenn ich jetzt nur eine Höhle hätte, dann würde ich sagen, jo, hier ist definitiv. War ich hier schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Also hier könnte ich schwören, dass nachher. Dass hier noch irgendwas ist. Okay, da brennt auf jeden Fall Feuer. Okay, hier ist nichts.
Was? Nee, scheinbar habe ich mich geirrt. Also bisher waren immer in irgendwelchen Seen mit Höhlen und sowas. Horden. Oh, ja, wobei, immer zweimal haben wir es jetzt gesehen. Man darauf immer schließen kann. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. So, aber weit ist es zumindest nicht mehr. Und wir können ein paar Bolzen herstellen. Zwar nicht während des Fahrens, hier lang. Driften ist super, das macht mir voll Spaß. Keine Ahnung, warum. Das hatten wir aber früher auch im Rennauto, Rennfahrspielen. Ach, kommt. Super. Das hat jetzt gut funktioniert. Und eine noch so eine mitgeben. Nice. Ey, wir sind fast aufgestiegen, Leute. Das ist geil. Und was ist mit dir los? Ein paar Schwärme. Und hier, wenn es gut läuft, noch ein bisschen Muni. Yes, Leute. Richtig, richtig geil. Die gönnen wir uns. Weil da sind wir tatsächlich gerade ein bisschen schlechter ausgestattet. Cool. Das war genau das, was wir gebraucht haben. Und Bolzen wollte ich noch hier stellen. So. Das heißt nämlich, wir können im Zweifelsfall da vorne nochmal Holz mitnehmen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich abgestiegen bin. Und die Zombies prügeln, das war natürlich auch schön, aber eher sowas hier. Okay. So, Lisa. Ich glaube, der Weg ist okay. Na, beide ist nicht mehr. Das ist ja gleich da unten. Ach, da war ja noch was, gell? Da sah es ja total verrückt aus, oder? War das da? Ich glaube, das war da. Irgendeiner kommt schon. Aber meine Freunde, wir sind am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.